Schülerschützen, liebe Schützenfamilie, ich glaube, wir stehen hier kurz vor dem Ende eines ganz tollen Bundesjugendschützentages hier im Oldenburger Münsterland in Löningen. Ein ganz, ganz großes Kompliment den Veranstaltern, den Ausrichtern. Hier steckte in weniger als 143 Tagen viel, viel Herzblut in einer Vorbereitung. Wir haben ein tolles Fest erleben können mit viel Gemeinschaft, mit viel Austausch, mit viel Partystimmung. Aber heute Morgen mit einem wahnsinnig tollen Gottesdienst, der wirklich in jeder Hinsicht uns allen unter die Haut ging. Und ich kann nur noch mal sagen, wir haben neue Bundesprinzen, neue Bundesmajestäten. Für uns alle, glaube ich, im Abschluss ein ganz tolles Fest, eine ganz tolle Veranstaltung. Jeder Kilometer hier rauf ins Münsterland, auch verbunden mit den Staus, die wir in den letzten Tagen so erleben mussten, hat sich gelohnt, hier hinzukommen. Dankeschön für die Gastfreundlichkeit hier an die Oldenburger Schützen. Ja, und wir freuen uns eigentlich darauf. Nach dem Fest ist vor dem Fest. Und das bedeutet, lieber Albin Wackers, als bundesweites Bezirksverband Eifel möchte ich euch alle das nächste Jahr zu den Bundesjugendschützentagen nach Daun recht herzlich einladen. Wir, der Bezirksverband Eifel, als kleinster Verband vom Bezirk, also wir Zahnverband Trier, möchten aber zusammen mit unserem Bezirksverband ein ganz tolles Fest für die Jugendlichen, aber nicht nur für die Jugendlichen, auch für die Erwachsenen bieten. Und deshalb, wir wünschen uns schönes Wetter, gute Jugendliche und nette Jugendliche und vor allen Dingen viel, viel Spaß. Dankeschön. Auf ein herzliches Willkommen in Daun.